Ja, hallo, liebe Zuschauer. Wir machen weiter mit unseren Interviews zu speziellen Themen. Mein Name ist Ruth Görschen. Wir sind hier im Institut für psychologische Dienstleistung in Potsdam und ich habe Petra eingeladen. Petra Coll Exposito, Feng Shui-Expertin, und ich freue mich, dass wir so kompetente Tipps bekommen können. Petra, magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich glaube, die kennen mich sowieso schon alle, ja, weil Pietra Coll Esposito ist eigentlich schon ein Name hier auf dem Markt, besonders wenn es um Feng Shui geht. 24 Jahre sollte man, ja, die kann man diese Dienstleistung schon haben, aber beziehungsweise habe ich auch Erfahrungen. Und es gibt ja eine Facebook-Seite, auch eine Webseite, wo ich viele Blog-Einträge mache. Und ja, ich möchte einfach, dass die Wissenschaft, sage ich mal, das Feng Shui publik wird, weil es ganz wichtig ist, dass wir unser Umfeld wieder genauer betrachten und dadurch eine Veränderung bewirken. Ja, jetzt haben wir uns heute überlegt, wir wollten mal was über das Thema Angst ein bisschen philosophieren. Und da gibt es ja nun ganz viel. Ich bin zum Beispiel mal in Räume gekommen, wo ich mich so unwohl gefühlt habe, also zu Besuch. Das war damals nur im Studium bei einer Studienkollegin und gerade in ihrem Zimmer. Und da habe ich so gedacht, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Und hat sich auch hinterher herausgestellt, dass da wohl, naja, das wollen wir jetzt hier mal nicht näher erörtern. Auf jeden Fall, ich war froh, dass ich da nicht gewohnt habe. Meinst du, da könnte man was tun oder soll man dann Ja, lieber auf jeden Fall. irgendwie wieder ausziehen? Nein, also Ausziehen ist ja immer das Mindeste, was man macht, weil schau mal, Ruth, man hat ja so eine Resonanz und diese Resonanz zieht man an und wenn man gleich auszieht, dann kriegt man das Gleiche eigentlich wieder. Also das heißt, Oh. wir müssen es in den Räumlichkeiten, in denen wir sind, einfach bearbeiten. Also wenn du jetzt Angst hast oder du dich gedrückt fühlst oder nicht unheimlich fühlst, weil du glaubst, es ist ein Gespenst oder ein Geist, dann kann ich dich immer beruhigen. Meistens ist es ja gar kein Geist, sondern die eigene Angst, die in unserem Unterbewusstsein ist. Und bei den Räumen ist es ganz einfach. Wir können uns wirklich einen Schutzraum bauen. Also das heißt, so platzieren im Raum, dass diese Ängste auch verschwinden können. Also dass wir wieder sorgenfreier sind. Also ein kleines Beispiel, um das mir vielleicht nochmal genauer zu erklären. Wenn ich immer mit dem Rücken zur Tür sitze, dann habe ich natürlich irgendwann Angst, weil da könnte ja irgendwas kommen. Also ich fühle mich nicht geschützt. Also das heißt, ich suche mir natürlich so einen Raum wie hier. Das fühlen wir uns geschützt. Wir können ein gutes Interview hier machen. Also das heißt, da hat man ja schon einen kleinen Schutz, haben wir uns da schon geholt. Aber es geht natürlich noch viel, viel weiter. Also auch mit Bildern oder auch mit Möbeln. Aber das weißt du ja selber. Wenn es dunkel ist, wenn die Möbel einfach nicht gut sind und man sagt, das ist alles so düster und so schwer, so ist auch die Seele des Menschen dann schwer. So würde man halt anfangen, einen leichteren Raum zu machen, mit weniger Dingen drin und dann einfach mal hier wieder einen geschützten Raum mit wenig, aber mit den individuellen Bedürfnissen dann auch arbeiten. Ich habe zum Beispiel mal vor Jahren in so einem Büro gearbeitet. Das muss man sich so vorstellen. Das war also ein Eckladenlokal. Dann ging das so ein paar Stufen hoch und dann kam da die Eingangstür. Und direkt hinter der Eingangstür sollte ich dann sitzen mit dem Rücken zur Tür. Und ich habe mich dann da immer so rausgeredet, dass ich habe mich dann immer an einen anderen PC-Platz gesetzt und habe dann gesagt, da wären die Programme besser und da könnte ich besser arbeiten und das war dann auch in Ordnung. Aber da wollte auch keiner sitzen, ne? Das ist ja, du hast das Gefühl, da kommt jemand rein, du kriegst das ja gar nicht mit, weil das hinten in deinem Rücken ist und das ist ja total unangenehm, ne? Also das ist ja so, dass der Raum wirklich sehr auf uns wirkt. Und ich habe viele, viele Kunden auch gehabt, die gerade diese Ängste haben. Wir sprechen ja gerade heute über die Angst. Und da haben viele, viele Dinge auch natürlich eine Bewandtnis. Zum Beispiel Bilder, die sehr schwer sind. Oder Bilder von Ahnen. Das hatten wir ja auch schon mal im Interview. Das könnt ihr euch auch noch mal anhören. Weil das kann natürlich dann auch Ängste auslösen, weil man eben die schlechte Erfahrung mit dieser Person hatte und die einfach sehr aggressiv auf einen wirkt. Also das alles mildern und sich ein fröhliches Bild vor Augen führen. Weil diese Resonanz, die du hast zum Raum, also die wirkt sich sehr auf deine Seele, auf dich und auf, als Mensch überhaupt auf dich aus, gell? Also ich könnte ja quasi der Angst entgegenwirken, wenn ich jetzt zum Beispiel helle Möbel wähle oder Farben, die mir gefallen.
und viel Grün, Blüten, so alles so, was schon von vornherein positiv wirkt, ne? Dass ich dann vielleicht nicht so in die Angst reinkomme, wenn ich so einen Raum betrete, ne? Naja, das ist jetzt immer die Frage, was war als erstes, die Henne oder Ja. das Ei, ja? Weil, also das ist ja so, manchmal ist es so, wir haben die Resonanz, dann ziehen wir das an. Dann glauben wir, wir können nicht mehr raus aus der Situation. Das ist aber nicht so. Also das heißt, im Endeffekt gehen wir beim Feng Shui so vor, dass wir das Äußere verändern, um eben innen wieder eine andere Resonanz zu haben. Das bedeutet dann eben auch fröhlicher zu werden, leichter zu werden, leichtere Möbel, nichts Schweres vielleicht. Das wäre dann schon mal ein Tipp. Aber vor allem auch Schutz. Also dass man wirklich sich nicht zwischen Tür und Fenster, nicht den Kopf unter dem Fenster und sondern wirklich einen geschützten Raum sich auch gibt und auf sein Gefühl hört. Das ist Ja, das Wichtigste. ich habe letztens beim Workshop erlebt, dass die Workshop-Leiterin gesagt hatte, kurz nach der Begrüßung, so, wir befinden uns jetzt hier in diesem geschützten Raum und sozusagen uns kann nichts passieren. Und das fand ich erst merkwürdig, aber im Prinzip hat sie ja recht gehabt, ne? Vollkommen recht. Sowas müssen wir uns auch kreieren und zwar privat bei uns zu Hause, gell? Ja. Ja, wir verabschieden uns für heute und freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Tschüss! Mal. Tschüss.